Willkommen zurück, Leute, zu New Super Mario Bros. U Deluxe. Here we go. Heißt Hörnchens Kobel. Erster Level heute. Wir hatten beim letzten Mal einen Bosskampf gegen Bumbum mal wieder. Dann kann man da runter, ja. Dann eine schöne Achterbahn fahren. So. Ein Level, das nach oben geht. Und kommt. Erste rote Rohr nehme ich mit. Ich habe es hier gesehen. Kann man ja theoretisch ja wieder nach oben. Ne? Also da ist ja kein One Way oder so. Also. Nice. Da komme ich nicht durch. Da brauche ich IP Switch. Das ist falsche Seite. Läuft. Oder? Oh, Glück gehabt. Ja, nice. Cool. Checkpoint. Ich dachte da unten rein, vielleicht links. Wo ich mit den Ketten verkackt habe. Nee. Da blöd. Nicht, dass da Wasser war, ne? Okay, Münze ist hier rechts. Na, weg. Okay. Oh. Ein paar Münzen, aber da könnte sogar hier so ein Geheimnis sein. Geheimgang. Gar nichts, nur Game Over. Okay, Level geschafft. Echt, jetzt schon? Der fällt auch runter, geil. Keine drei Minuten gebraucht. Made it. Das ging irgendwie zu einfach. Den Yoshi würde ich dann schon für das Level da oben nehmen. Aber erstmal kommen noch dunkle Blockkarte. Oh nee. So, ich falle da gar nicht durch. Okay, das Licht weg kommt nur hin und wieder geht weg. Okay. Da hoch muss ich. Quetsch mich ein. Double Kill. Oh, nice Idee, ne? Sowas. Okay, rechts haben wir eine Wall gesehen. Gehe ich rein? Könnte man. Kacken, Alter. Wenn man zeigen wollte, ja, komm. Was für ein Genie du bist. Springst auf alle Koopas. Machen wir jetzt nicht nochmal, ne? Wir holen die Münze und dann raus.
War hier nicht die erste schon? Ja, komm, Luigi. Mag einfach durch jetzt hier. Keine Spielereien. Oh, war ein bisschen zu früh. Egal, rüber. 4000, 8000. Er will gar nicht ausreichen für ein Leben. Ups. Ah, Checkpoint müsste jetzt kommen. Checkpoint, Checkpoint. Checkpoint, Checkpoint. Die Höhle geht weiter. Im Dunkeln. Ist nur so Licht machen, ne? Eine Bombe? Nicht, dass wir sie brauchten. Hier war irgendwas. Mist. Da ist eine Bombe. Komm runter. Bomben. Okay. Ich gucke auf die Bombe, bis die explodiert, aber ich sehe nicht, dass die andere dann runterkommt. Ein Leben? Ich weiß nicht, kann ich da runter? Das heißt nicht nur wegen ein Leben drin. Ne? Komm. Da muss aber noch irgendwas versteckt sein. Oder? Wie ist das so? Ja, komisch, dass da nur ein Leben sein soll. Jetzt wird so getroffen, nice. Ist echt gar nichts hier? Ihr wollt mich da auf den Arm nehmen. Ja, geh da hoch, ey. Jetzt stirb noch, genau. Ja, ein Bild. Ja, wohl auch ab. Haha, gut getroffen. Das erste Level ging zu schnell und jetzt hängen wir hier fest. Okay, da ja wieso nichts da drin ist im Rohr. Ein Leben.
können auch einfach so durchlaufen. Risiko. Kurz vom Ziel wieder. Ja, da fallen die runter und kommen da durch das Rohr. Ja. Egal. Ja, wir haben es geschafft, Luigi. So, nächste Level mit dem Yoshi. Machen wir das. Yoshi. Das Level heißt Ballett der Piranha-Pflanzen. Bom, 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 bom. Ich kann mich doch gar nicht daran festhalten, wenn ich den Yoshi habe. Alles in Münzen verwandeln. Oh, geil, eine Feuerblume. Eisblume, warum nicht? Entscheiden wir uns jetzt. Extra so, damit du ja auch mit dem Yoshi drüber kommst, ne? Oh, nehme ich gerne mit die oh, aber die erste Münze könnte jetzt kommen. Ach, oh, komm ich jetzt nicht. Ja, wir haben hier schon die. Schon der Checkpoint, das kann ja nicht sein. Das ist keine Münze war. Komm ich da gar nicht hoch? Okay. Ja, jetzt habe ich den Yoshi. Kann ich wegschmeißen. Das war schon die dritte. Wow, krass. Das war jetzt sehr unerwartet. Oh. Gar nichts. Hab ein paar Münzen gefunden. Scheiße auf die Münzen. Aber wir gehen tot. Die dritte Münze, da kann ich ja direkt eigentlich neu starten, aber ich hab jetzt schon Checkpoint. Das ist blöd. Das heißt, wir könnten, ich weiß nicht, ob das jetzt so geht, wenn wir in ein anderes Level gehen. Ob dann der Checkpoint weg ist. Wäre jetzt auch nicht schlimm. Müsste ich einfach eine Nummer spielen. Aber das war jetzt schon unerwartet, dass die dritte Münze ist. Oh, nicht eine Nummer. Checkpoint habe ich. Ah, zu spät. Ich krieg die dritte auch noch nicht mal.
wir laufen jetzt durch. Ja, so nicht, Basti. Von Rotmütz könnten wir vielleicht so eine Eiche bekommen. Jetzt werden wir zurückgehen und dort die mit holen. Easy. Jetzt fliegen wir einfach durch. Ja, warte mal. Ja, jetzt mal schauen, was wir jetzt bekommen. Wahrscheinlich Leben, ne? Ja. Okay, machen wir ohne Yoshi. Die ersten zwei Münzen finden. Wahrscheinlich irgendwo hier hoch mit dem Ketten oder so. Oh ja, das war hier. So, ja. Oh, das war unerwartet. Lol. Aha. Das war die zweite Münze. Hä? Oder da hoch sogar. Nee, glaube ich nicht. Was? Die zweite ist? Checkpoint. Nintendo, die wollten mich doch jetzt verarschen, oder? Ganze Level übersprungen wegen einer Münze? Da geht's auch hoch. Also das gleiche wieder. Ey, was ist das für ein Level auf einmal? Das heißt, bevor ich da hochging, muss ja da noch eine Münze vorher sein. Hier bin ich hochgegangen. Hey, wo ist die Münze jetzt? Autsch. Kann nicht sein, dass der irgendwo anders ist, oder? Oder hier nach links fliegen? Nee, hier geht's ja nicht. Hä? Hilfe, wo ist die Münze? Vielleicht irgendwo noch hier? Die Münze war ja dann ein Stückchen weiter vielleicht. Ah! Ja, nice! Gut, dass der Panzer da gegen geflogen ist. Die cool hat wirklich. Nein! Sehr interessant. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, muss ich die Münze doch holen. Hopp. Sterben will ich.
mal fliegen. Schirm. Das war aber jetzt nice. Ein kleines Geheimnis da mit dem Panzer aufschießen. Wäre dann der Block nicht kaputt gegangen, hätte ich nicht gewusst, dass die da ist. Dass man da einfach irgendwo hoch kann, zum Rüberfliegen, bis am Ende irgendwo in die Münze und dann kommst du beim Checkpoint raus. Ja, coole Sache. Sehr interessant auf jeden Fall. Dann geht's beim nächsten Mal hier weiter mit Kammerjagd im Drehwurmturm. Da kommt noch ein Level und dann sogar dann der Boss, ne? Ja. Das werden wir wohl abschließen. Bis dahin bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Ich bin mal passiert bei Fit Chat und ciao.